Mit dem Fortschreiten des Klimawandels wird die Senkung des CO2-Ausstoßes immer wichtiger. Deshalb hat sich die Kohlekommission der Bundesregierung auf den schrittweisen Ausstieg aus der Kohleverstromung bis 2038 geeinigt. An diesem Kompromiss haben alle gesellschaftlichen Gruppen intensiv mitgewirkt. Doch was bedeutet das für den Freistaat Sachsen? Der Bund unterstützt den notwendigen Strukturwandel im sächsischen Teil des Mitteldeutschen Reviers und des Lausitzer Reviers innerhalb der nächsten 20 Jahre mit mehreren Milliarden Euro. Für Innovation, Forschung und Entwicklung. Geplant sind unter anderem die Ansiedlung von Forschungsinstituten und Bundesbehörden, der flächendeckende Breitbandausbau für schnelleres Internet und des neuen 5G-Mobilfunkstandards. Damit neue, gut bezahlte Arbeitsplätze entstehen und eine bessere Verkehrsanbindung, unter anderem durch den Ausbau der Fernstraßenverbindungen sowie durch Elektrifizierung und Ausbau der Schnellbahnverbindungen. Die Menschen vor Ort können den Wandel als Chance nutzen und die Zukunft der Region aktiv mitgestalten. Gefragt sind neue Ideen, gute Projekte, innovative Visionen und kreative Antworten. Wie wollen wir 2038 in unserer Heimat leben? Wie soll unsere Arbeitswelt aussehen? Wie wollen wir die Energiewende vor Ort gestalten? Wie wollen wir unsere Region attraktiver machen? Was wünschen wir uns für die Zukunft? Die sächsische Staatsregierung hat zahlreiche Mitwirkungsmöglichkeiten geschaffen, wie zum Beispiel Dialogforen, Zukunftswerkstätten und den sächsischen Mitmachfonds. Die Weichen für den Strukturwandel sind gestellt. In welche Richtung er sich entwickelt, bestimmen wir alle gemeinsam, mit besten Perspektiven für uns und für die Zukunft unserer Heimat.